Hallo, weiter geht es mit unserem Let's Play Together. Thorsten Warner, Game Designer bei Grimlore Games. Hallo. Genau, hallo. Ich bin sein Gast. Writing Bull, ich bin zu Gast hier in München und wir spielen zusammen Soul Harvest, das Standalone-Add-on für Spellforce 3. Spielen einen Spielstand, den ich ihm mitgebracht hatte. Falls ihr das letzte Video verpasst habt, das erste, das hier entstanden ist in München, unfassbar nachholen, Playlist blende ich euch ein. Unbedingt reinschauen, fand ich zumindest sehr, sehr interessant und auch sehr abwechslungsreich. Ja, ich hoffe auch, ich habe dich nicht enttäuscht mit deinem Spielstand. Nein. Das ist gut. Das war seine große Sorge und meine auch, dass das Safe Game, das ich mitgebracht hatte, was ich mir so mühsam erspielt habe, dass es eventuell den Bach runtergespült wird. Aber irgendwie muss ich leider anerkennen, Entwickler spielen ein Spiel nicht schlechter als gewöhnliche Spieler. Wer hätte das gedacht? Ich gebe es zu, ich habe ein bisschen noch geübt, die Mission. Kennst du das in- und auswendig, das Spiel? Ziemlich. Ja, ne? Ziemlich, ja. Gibt es noch Situationen in Missionen beispielsweise, wo du denkst, oh, da hatte ich ja gar nicht mit gerechnet, ich habe einen ganz schweren taktischen Fehler gemacht beim Spielen? Da ich alle Encounter und alle Bosse gemacht habe, nein. Zumindest nicht so. Also ich werde hin und wieder im Strategiemodus nochmal vom Gegner überrascht, ja. Aber was so die RPG-Sachen angeht, schwer. Thorsten ist Game Designer her, das heißt, er ist der Herr der Bosse. Wenn ihr euch fragt, die Bosse, die hier auftreten, wer ist der Boss der Bosse? So sieht er aus, der Boss der Bosse. Ganz, ganz im Ernst. Wir wollen weiterspielen, wir haben unsere kleine Heldengruppe zusammengestellt, wir haben oben aufgeräumt, wir wollen die Stadt Dreikott befreien, wir führen hier einen kleinen Dialog mit Harad hier. Ihr müsst tapfer sein, ich weiß, es ist eine reizend erzählte Geschichte, aber wir überschlagen das, wir blenden es euch nur kurz ein, weil wir haben begrenzt Zeit hier. Ich bin ja nicht tagelang in München unterwegs und wir wollen euch ja zusammen auch mal was ganz Besonderes zeigen, nämlich mit einem Entwickler und Let's Player zusammen für euch hier dieses Spiel ja gemeinsam zocken. Wir rennen wieder rauf. Was ist das, was uns Harad hier erzählt hat? Wir haben ihn gefragt, ob es denn nicht irgendwie eine Alternative dazu gibt, dass wir hier mit der Riesenarmee einfach durchrollen. Und er meinte, ja, ich habe da so einen Schlüssel. Und da könnte man vielleicht auch einen Schleichweg durch alte, verlassene Katakomben wählen. Machen wir das so, dass es unter unserer Würde? Nee, ich glaube, das machen wir. Ja? Wir nehmen doch jeden Vorteil, den wir kriegen können, oder? Ja, unbedingt. Also. Wir sind ja nicht nur Rollenspieler. Auch als Rollenspieler würden wir eventuell sagen, wir tragen die Nase ganz schön hoch und wir schaffen es auch ohne dubiose kleine Tricks und Schleichpfade zu Ruhm und Ehre zu kommen. Aber es ist ja eine Mischung. Das Spiel ist eine Mischung aus Echtzeitstrategie und Rollenspiel und als Strategen nimmt man, wie du es gesagt hast, jeden kleinen dreckigen Vorteil mit. Selbstverständlich. Ja. So sind wir. Ja. Und die kleinen dreckigen Vorteile im Spiel, die hast du unter anderem hier postiert für uns und versteckt, oder? Ja, das habe ich auch teilweise gemacht. Also ich habe vor allem die ganze Ausrüstung versteckt. Du weißt auswendig, in welcher Truhe was ist? Das weiß ich nicht. Nicht mehr. Also ich habe natürlich den Plan gemacht, aber ich kann jetzt nicht genau sagen, wo es welches. Ja. Ausrüstungsstück im Detail gibt, weil das meiste so auf jeden Fall ab der lila Qualität ist doch komplett handplatziert und nicht randomisiert. Ja. Also falls ihr unzufrieden seid, der Meinung seid, ihr habt zu wenig abbekommen im Leben und ihr müsst euch für mehr Gerechtigkeit einsetzen, für die Schwachen, nämlich für euch selber, falls ihr als Robin Hood in eigener Sache euch irgendeinen Sheriff aufsuchen und den angreifen machen wollt, das ist euer Feindbild, so sieht es aus. Er ist schuld, dass das Spiel ungerecht euch gegenüber war. Das Spiel ist aber nie ungerecht. Unterm Strich nicht. Niemals. Lass uns weiter zocken. Genau. Da ist der Schleichpfad. Ich wollte noch sagen, wir haben ja einen Händler, weil es gibt immer ein paar Sachen zu entdecken. Und so als kleiner Spoiler, ich weiß nicht, ob du davon ein Freund bist, aber man könnte hier so einen Goblin-Helm kaufen, wenn du ihn denn haben möchtest in deinem Spielstand. Was bringt er mir? Wenn du im Kampf bist, hast du die Chance, dass wenn du angreifst, dass ein kleiner Goblin beschworen wird, der dir hilft. Und der murmelt dann immer, mein Schatz, und wuselt um mich herum? Er wuselt. Ja. Das würde ich gerne erleben. Ja, dann kaufen wir ihn doch. Dann habe ich ja zu spät. Dann habe ich kaum mehr Geld. Nee. Noch ist er nicht gekauft. Nicht. Du kannst noch sagen, du möchtest. Es gibt ja zwei Sorten von Spielern. Die einen sind die horten und horten das Gold und geben es nie aus. Und die anderen sagen, das ist ja Quatsch, wenn man schon Geld und Gold gewinnt, dann auch, um wirklich sich einen Vorteil dafür zu verschaffen. Du gehörst zur zweiten Sorte von Spielern. Ich hau raus, was ich habe. Ja. Ich bin auch so jemand in RPGs. Ich benutze tatsächlich auch die Consumables. Dann lass uns das machen. Was kaufst du, haust du raus, was gibst du ab und was holst du dir? Ich habe von deiner Ausrüstung nichts eingelegt, sondern das sind nur diese Sachen, die man halt so findet, wenn man gegen Spinnen kämpft oder wenn man gut die Karte erkundet und man dann wertvolle Teile findet, die man dann zu Gold machen kann. Ja. Und wenn du jetzt dein Okay gibst als Herr des Let's Plays,
Dann wärst du pleite, aber hättest einen schönen Goblin-Helm. Wir machen das mal. Ich lege einfach mein Glück und das Geschick und die Zukunft dieses Let's Plays und unsere Abenteuer ganz in deine Patschhändchen. Ja, wunderbar. So dann musst du mir nur noch sagen, wer denn da geeignet dafür ist. Ich hoffe, du hast vorher gecheckt, dass wir jemanden haben, der dafür geeignet war. Jeder ist geeignet. Ich gebe es jetzt einfach mal Mercurius, oder? Ja, das Mercurius sieht doch schön Heiler aus. Aber er kann eventuell dann. Ein Zwerg, ja. Mercurio ist ein Söldner. Das ist auch ein neues Feature, muss man sagen, das ihr neu eingeführt habt. Ich laufe schon mal weiter. Mach das. Wie funktionieren Söldner bei Soul Harvest? Söldner sind, genau wie der Hauptcharakter, eigens erstellte Charaktere, bei denen man frei die Ability Trees wählen kann, falls man eben mit ganz speziellen Kombinationen spielen möchte, die man so noch nicht als Story Companion gefunden hat. Und in unserem Koop-Modus, den es natürlich wieder gibt, kann jeder Spieler schon von Anfang an sich einen Söldner erstellen und mit seinem eigenen Charakter spielen. So dass wir da dann wirklich auch jeder jemanden hat, mit dem man sich identifizieren kann. Ich habe mir selber auch zwei Söldner definiert, die kann man auch abspeichern, die kann man sich später wiederholen. Einer von denen ist halt Mercurius. Insgesamt haben wir leider nur einen Nahkämpfer, einen Tank bei uns dabei. Das ist RF, Daniel RF, unser General, der an vorderster Front kämpft. Jetzt greifst du mit dem Aktionsrad ein. Genau. Unsere Truppen sind jetzt nicht an unserer Seite. Das ist jetzt mehr der Rollenspiel-Part als der Echtzeitstrategie-Part. Oder das ist mehr so ein Echtzeit-Taktik-Part, den wir jetzt haben. Richtig. Und der Golem hier, der hat wohl was dagegen, dass wir den Schleichweg nehmen. Aber ein großes Hindernis ist er auch nicht. Welche Fähigkeiten helfen uns? Ah, am meisten hilft es uns, wenn wir aus seinem Radius hier rauslaufen. Und ansonsten natürlich Schutzfähigkeiten und auch Blutraum. Auch, dann kann man hier natürlich immer gut schauen, dass der Magier auch gut geheilt ist. Und wir haben es auch geschafft. Der zweite unserer Helden von links hat sowohl die Fähigkeiten, dass er Schaden austeilen kann, dadurch, dass er Lebenspunkte opfert, als auch eine Fähigkeit, mit der er Lebenspunkte raubt. Das Ganze arbeitet gut zusammen. Zwischendurch jede Menge Säckchen und Truhe, in denen es Gold glitzert und wo wir irgendwelche Geschenke für uns bekommen. Und dann noch ein Wort zu diesem Aktionsrad, diesem Altrad. Da gibt es drei verschiedene Einstellungen, die ihr euch frei wählen könnt. Ich selber habe die Standardeinstellung genommen, wenn man mit diesem Alt-Aktionsrad arbeitet, dass dann das Spiel nicht pausiert, aber dass es langsamer wird. Alternativ könnt ihr es euch so einstellen, dass die Spielgeschwindigkeit normal bleibt oder dass das Spiel echt pausiert. Wollt ihr damit auch ein Stück Freiheit in die Hände des Spielers geben? Richtig, also für uns ist klar, Spellforce ist ein Echtzeitspiel. Also es stand nie zur Debatte, dass man eine wirkliche Pausenfunktion einbaut. Aber wenn man natürlich für so taktische Manöver es gerne hätte, wir haben dann auch, es spielt sich einfach schöner, wenn man zum Beispiel diesen kurzen Slowdown hat, dass man auch wirklich gut zielen kann und dann nicht versehentlich den Zauber auf die falsche Kreatur oder so wirkt. Mittlerweile nach dem Release von Soul Harvest kommen ja jede Menge Meldungen und Feedback von Spielern rein. Genau. Bist du da manchmal überrascht, dass du den Eindruck hast, die spielen mein Spiel ja ganz anders, als ich es eigentlich geplant hatte? Ja, teilweise schon. Also da hat man viele Sachen. Zum Beispiel haben wir da das Feedback bekommen, dass wenn man eine Hero-Party macht und sich komplett auf Beschwörungen und so weiter konzentriert, also mit allen Charakteren, die da Mitglied sind, dass man dann quasi immer mit einer, das wollte ich jetzt nicht, mit einer Privatarmee rumlaufen kann. Auch im RPG-Teil. Ja. Durch die Summons. Wird das dann behoben, sprich verändert, oder sagst du, die haben das entdeckt und die dürfen das jetzt spielen? Das kommt ganz drauf an. Also im Grunde genommen freue ich mich immer, wenn unsere Spieler da auch selber irgendwelche coolen Taktiken finden. Und ich sehe persönlich nie einen Grund darin, irgendetwas rauszubauen, was Spaß macht zu spielen. Wenn natürlich es jetzt so wäre, dass man irgendwelche ganz krassen Imbalances dadurch reinbringt, dass es jetzt irgendwie diesen einen Töte-Alles-Spell gibt und man muss nichts anderes mehr machen, dann natürlich. Aber kluge Taktiken belohnen wir lieber. Du hast wieder einen Gegner vor der Brust, ich lenke dich gerade davon ab und du ruinierst mein Safe-Game. Nein, alles gut gegangen. Alles gut. Das war natürlich geplant. Alles Absicht. Alles Absicht. Diese Dinge, die du gerade erzählt hast, aufpassen, dass das Spiel nicht zu sehr kaputt gebalanced wird, ist ja auch relevant deshalb, weil das Spiel nicht nur ein Singleplayer-Spiel ist mit einer Solo-Kampagne. Es hat auch Skirmish-Gefechte gegen die KI oder gegen andere Menschen. Es hat vor allem halt einen Multiplayer-Part. Und da spielt das Balancing eine noch größere Rolle. Ganz genau. Darum gibt es eben auch da eine relativ klare Trennung. Natürlich bei den Factions ist alles gleich. Also die Dunkelelfen, die man in der Kampagne spielt, funktionieren genauso im Multiplayer. Da gibt es keine Unterschiede.
aber die Helden sind komplett eigene und die Abilities sind komplett eigene, weil es da natürlich in der Kampagne, wie wir eben gerade schon gesagt haben, kommt es darauf an, dass man richtig coole Kombos macht und coole Builds, und die dürfen dann auch gerne sehr stark sein, weil das hat man sich dann verdient, wenn man das klug zusammen kombiniert. Aber im Multiplayer möchte man das natürlich nicht. Da muss das fair bleiben, damit nicht ein gewisser Held oder eine bestimmte Fähigkeitenkombination irgendwie alles dominiert. Wir reden jetzt gerade über Kampf, über Taktik, über Fähigkeiten und Fertigkeiten. Gehen wir ein bisschen näher ran. Lass uns ranzoomen. Der Spieler hat noch eine andere Dimension, nämlich Grafik, Sound und Atmosphäre. Wenn du spielst das Spiel ja schon sehr, sehr lange, weil du es entwickelst seit Jahren. Wie viel bekommst du noch mit von der Spielatmosphäre persönlich? Sehr viel, weil das ist das, was einen immer, auch wenn man in der Entwicklung spielt, man fängt ja da, man muss sich ja das so vorstellen, dass am Anfang ist ja mehr oder minder die ganze Grafik nicht da. Man läuft da durch ausgeblockte Level ohne Texturen. Die Gegner haben vielleicht irgendwelche Platzhaltertöne drauf. Und dann, wenn das nach und nach getauscht wird und die Atmosphäre immer besser wird, dann ist das schon ein ganz tolles Gefühl, daran zu arbeiten. Das heißt, du erschaffst im Prinzip vorher nur so eine Art Bauplan und plötzlich wird er auch von Kollegen, von Grafikern erfüllt mit Leben. Das, was du dir ausgedacht hast als Plan, wird dann von anderen lebendig gemacht. Teilweise, wobei ich konkret mit den Levelplanungen zum Beispiel auch gar nichts zu tun habe. Ja. Also ich bin tatsächlich dann am Anfang von so einer Entwicklung mehr oder minder in meine Excel-Tabellen vertieft, wo dann das Ganze Grundsätzliche schon mal so, dass man so zumindest ungefähr da landet, wo man hinkommen möchte, dass das dann irgendwie alles stimmt. Weil es ist ja vor allem hier aus Belfast 3. Oh, Moment. Ich will jetzt nicht, dass uns hier der Daniel umgeht. Nein, ich habe mich erfolgreich abgelenkt. Wir sterben ja alle. Nein, wir sterben hier natürlich nicht. Das kriege ich alles gemanagt. Glaub mir, ich bin Profi. Also einer ist schon tot. Ja, einer ist schon tot. Ich habe das Gefühl, du bist Profi im Suizid, meine Helden. Ja. Ich glaube, wir ziehen uns doch mal taktisch zurück. Taktisch. Genau. Wilde Flucht, ein taktischer Rückzug. Ein taktischer Rückzug. Ein netter Euphemismus dafür. Steht mir im Gesicht die Sorge geschrieben, dass eventuell meine Reise nach München selbstmörderisch war für meine Heldentruppe? Wird das Schicksal der ganzen Welt davon abhängen, ob ich Thorsten gerade zu lange abgelenkt habe mit meinen Fragen? Na, guck mal, wir haben gerade was Kluges gemacht. Wir haben ihn nämlich hier rausgezogen aus der Gruppe. Oh, sowas kann man immer machen. Das war alles so geplant. Also auch, dass der Held bewusstlos wurde, nur damit ich das zeigen kann. Das ist ganz richtig. Ganz gut. Er ist auch schon wieder da. Diese Walking Deads, auf die wir hier treffen, wie kann man die besonders erfolgreich bekämpfen? Mit weiser Magie. Was ist gerade passiert? Also das ist, wenn man hier mal, ich guck mal kurz, du hast ja bestimmt einen Weißmagier dabei. Genau. Hier zum Beispiel der Exorzismus oder auch der Eifer sind natürlich, wie man auch sehen kann, wenn das Ziel untot ist, macht es ganz dick extra Damage. Und das wäre hier natürlich enorm hilfreich, aber ich glaube, wir kriegen das auch so hin. Das war natürlich ein Vorführeffekt. Wir wollten es vorführen, dass mal einer unserer Helden abnippelt. Richtig, denn das muss man ja auch mal zeigen, was dann passiert. Um das Spielfeature erklären zu können. Denn das Spiel ist nicht vorbei, wenn ein Held stirbt, aber man darf es andererseits auch nicht zu oft machen. Das ist ein Mechanismus. Richtig, man hat hier unten, hier angezeigt, das sind die, wir nennen sie einfach Revival Charges, also Wiederbelebungsladungen. Und die regenerieren sich auto. Und das hast du ein Level-Up bekommen. Ich habe dir ein Level-Up verschafft. Danke dir. Ich spüre sofort, wie Erfahrungspunkte und neue Energie durch meinen zweiten Körper sprühen. Aber diese Wiederbelebungsladungen, die laden sich dann auch automatisch wieder auf. Hier müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen, weil er castet gerne so Corpse-Explosions auf seine gefallenen Kollegen. Und das tut dann weh, wenn man da drin steht. Und er hat auch einen großen Knüppel. Ich habe öfters mit Entwicklern zu tun, was ich immer wieder merke bei gemeinsamen Aufnahmen ist, Spiele auch in Deutschland werden auf Englisch entwickelt erstmal. Das merkt man in den Gesprächen dann, weil die Spielelemente, über die ihr redet, die bezeichnet ihr auch auf Englisch, weil ihr habt es so gelernt. Habt ihr hier internationale Mitarbeiter oder seid ihr ein deutsches Team, das trotzdem auf Englisch entwickelt? Nee, wir haben auch internationale Mitarbeiter, aber das hat an sich den einfachen Grund, erstens natürlich das, weil Englisch ist nun mal die Weltsprache, mit der man sich überall da kommunizieren kann. Und am Anfang ist natürlich die gesamte Lokalisierung noch gar nicht da. Also da haben die ganzen, da heißt er ja jetzt nicht Daniel Aref oder so, sondern XP1 _Avatar.
Okay. Und so sind dann alle, hat jeder, jedes, quasi jedes Element im Spiel hat so einen technischen Namen und die sind einfach auf Englisch. Und es ist dann auch oft schwer, wenn es auf Release zugeht und man dann langsam die. Da unten rechts wird jemand abgeschnitten. Aber warte, der stirbt uns jetzt überhaupt nicht. Den retten wir jetzt nämlich gleich. Weil wir haben nämlich auch noch die Möglichkeit, wenn du noch nicht ganz verendet bist. Wir haben auch Tränke. Wir haben auch Tränke, richtig. Die ich ganz oft vergesse, muss ich gestehen. Ja. Eigentlich muss man nur einmal klicken und dann nehmen die zwischendurch einen Trank zu sich und es geht ihnen besser. Aber ich kann ihn noch retten. Also wenn man noch quasi in diesem K.O.-Zustand ist, können einen die Party-Members auch noch hochheben. Die tragen einen weg oder was machen die? Die haben Pflaster dabei. Ja. Ja. Und aber ich glaube, wir haben es meisterlich gehandhabt. Oder würdest du mir widersprechen wollen? Nein, das wäre jetzt irgendwie. Was zählt ist das Ergebnis? Alle unsere Leute laufen herum, wir haben alle Wiederbelebungsladungen wieder aufgefüllt. Rechts unten steht 4 von 4. Genau, ich wollte es hier jetzt auch nochmal demonstrieren. Wir haben alle Spielfeatures dokumentiert. Wir haben auch dokumentiert, was passiert, wenn man einen Fehler macht, wie man den wieder repariert. Richtig, hier nochmal zur Verdeutlichung. Da kamen zwei Zombies, die sich selbst in die Luft gejagt haben. Ja. Aber ich höre. Das ist kein Problem. Wie ist der Plan? Wir leben nein, nein, du wirst hier nicht sterben. Steh auf. Um das auch nochmal in aller Deutlichkeit zu demonstrieren. Ja, das ist sehr. General. Oben links gibt es jetzt jede Menge Meldungen. Wir werden aufgefordert, unsere XP, unsere Erfahrungspunkte doch gefälligst mal umzusetzen in Fertigkeiten. Wollen wir das machen? Ja, bitte. Machen wir das doch. Okay. Also du bist, das sehe ich hier, ein Kämpfer und ein schwarzer Magier quasi, ein Todesritter. Ja, ich habe mir gedacht, warum nicht mal eine Figur so gestalten, wie es im Real Life ist? Natürlich, kann man machen. So, was ist denn da dein Plan? Was hast du dir denn vorgenommen? Ich habe das einfach gesehen in der Charaktererstellung zu Beginn, habe gedacht, das ist cool, das probiere ich mal aus und dann finde ich raus, wie das funktioniert und ob es mir wirklich nutzt. Das, was du hier gemacht hast, ist eigentlich schon ziemlich gut. Hier die zersetzende Berührung ist eine passive Fähigkeit, wo wir kraftlos auslösen können. Das Problem ist nur, ich glaube, dass Untote immun gegen kraftlos sind. Ja, das ist natürlich blöd. Kann man dabei jetzt mal im Ernst, kann man wirklich irgendwas falsch machen beim Skillen? Man kann es ignorieren und nicht skillen. Dann hätte man auf jeden Fall die Punkte verschenkt und verschleudert. Richtig. Es gibt auch einen Trank, den man bekommen kann, teilweise als Belohnung, teilweise kann man den kaufen, durch das, den man seine Punkte wieder auf zurücksetzen und neu, ein zweites Mal neu ausgeben kann, eine zweite Chance. Genau. Also es ist natürlich so wie im Eben-RPG. Es gibt stärkere Builds, die die Synergien besser nutzen, und es gibt weniger starke Builds. Also, das gehört ja auch zur Natur der Sache, dass man sich einfach überlegt, wie kriege ich denn meine Party optimiert? Und darum haben wir eben auch die verschiedenen Schwierigkeitsgrade, dass du zum Beispiel auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad, wenn du da das Fähigkeitensystem nicht genau kennst und weißt, wie die Items funktionieren, ist es da dann schon, da muss man optimieren, um es zu schaffen. Gerade bei Rollenspielen gibt es auch im Internet immer kurz schon nach Release eines Spieles jede Menge Tipps, wo den Leuten von Pro-Gamern, von Hardcore-Fans genau erklärt wird, so und so müsst ihr das machen. Wenn ihr eure Einheit nicht so und so einsetzen, so und so skillt, dann werdet ihr niemals optimalen Spielerfolg haben. Das ist das Erfolgsrezept. Viele andere Spieler kopieren das dann und tauschen vielleicht diese Tipps aus und wir probieren selber gar nicht mehr Varianten aus. Ist das die Art von Spielen, wie du sie dir erhoffst? Also, wenn sich da eine Community bildet und sich da Tipps gegenseitig austauscht, finde ich das wunderbar, ja. Aber natürlich ist es sowas, wenn man freut sich, wenn die Spieler auch selber motiviert damit experimentieren. Aber wenn man darauf keine Lust hat, klar, und man da ein Bild gefunden hat, der einem gefällt, warum nicht? Ich denke mir manchmal, das ist doch vielleicht, wenn viele Leute ein und dasselbe Profil oder eine dieselbe Taktik vorschlagen, total davon überzeugt hat, denkt man dann als Entwickler nicht vielleicht manchmal, ich habe das Spiel nicht so gut ausbalanciert, dass nicht eine größere Vielzahl von Möglichkeiten zum selben Erfolg führen. Oder wird das dazu führen, dass sich das Spiel total beliebig spielen würde, wenn jede Kombination funktioniert, egal welche man gewählt hat? Das schon eher. Also es ist schon das Ziel, dass du vieles spielen kannst. Aber nimm mal an, du spielst jetzt auf den höchsten Schwierigkeitsgrad und dann spielst du jetzt nur als ein Beispiel. Du spielst nur 4 Barden. Ist natürlich weniger effektiv, als wenn du dir mehr Gedanken darüber machst, wie du auch verschiedene Klassen miteinander kombinieren kannst. Und das ist ja, wie gesagt, durchaus gewollt.
Lass uns mal das mit den Fertigkeiten abschließen. Genau. Es gibt sowohl Fertigkeitenpunkte als Attributspunkte. Die Fertigkeitenpunkte seht ihr oben. Die sind immer um die grün markiert. Attributspunkte rechts. Mhm. Die rechts kann man verteilen über 5 verschiedene Bäume oder Eigenschaften auf einer Skala von 0 bis 10, glaube ich. Ne? Genau. Stärke, Geschick, Intelligenz, Konzentration, Willenskraft. Klick dich ruhig mal durch und ich erkläre mal. Also ich gebe dir jetzt, nehmen wir einfach mal hier der zerteilende Hieb, so als deine Grund-Nahkampffähigkeit, der ist ja ganz gut. Hier haben wir den Raid, er ist auch Schwarzmagier und Dämonologe. Da können wir mal gucken, da kommst du noch nicht runter. Aber hier seinen Pfeil der Lehre, den haben wir, glaube ich, auch viel benutzt. Mhm. Die kann man auch verstärken. Das ist das, was Thorsten gerade macht. Er klickt ein zweites Mal auf eine Fähigkeit. Das geht, glaube ich, nicht bei allen, aber bei vielen Fähigkeiten. Das geht bei allen. Bei allen. Also jede Fähigkeit, der Ability Baum Perk hat 6 Stufen und der Rest hat alles 3 Stufen. Okay. Das heißt, statt eine neue Eigenschaft oder einen neuen passiven Bonus oder eine neue aktive Fähigkeit dazuzunehmen, haben wir eine, die schon besteht, verstärkt, sodass sie größeren Schaden anrichtet oder weniger Punkte kostet oder ähnliches. Genau. Ah, das klingt doch gut. Wir können hier den Eifer als passive Fähigkeit mitnehmen, dass wir automatisch erhöhten Eingriffsschaden gegen Untote kriegen. Meinst du, das wäre jetzt nützlich? Das wäre im Rückblick sehr nützlich. Das wäre jetzt, glaube ich, wirklich nützlich. Dann nehmen wir das mal mit. Und hier, du bist ein Meister der Suggestivfragen. Respekt. Ah, danke. Ja, auch ein Skill. Ja, natürlich. Ich würde ja gerne mal deinen Fertigkeitenpunkt Baum hier in der Firma sehen. Meinen Fertigkeitenbaum. Ja. Was sind die beiden großen Charakterschulen, die du dir ausgesucht hast als Game Designer, die du dich geskillt hast oder dein Profil zusammengestellt hast? Also die Fähigkeitenbäume sind tatsächlich, die habe ich nicht gemacht. Also das hat einer meiner Kollegen übernommen. Aber was ich gespielt habe, war ein Elementalist-Schwarzmagier in meinem ersten so kompletten Playthrough. Ja. Okay. Weil der hat nämlich den spannenden Synergieskill, dass er seine eigenen beschworenen Kreaturen in die Luft jagen kann. Ja. Passiert das manchmal deinen Kollegen hier auch, wenn du neue Praktikanten eingestellt hast und die beschworen hast als Einheiten, dass du die in entscheidenden Situationen in die Luft jagst, damit sich das Spiel schneller entwickelt? Bringst mal ins nächste Meeting ein, du machst dich bring ich mal, ich bring den, ich bring den Vorschlag mal ein. Gut. Wir machen mal eine kurze Pause. Es geht gleich weiter mit dem nächsten Video. Wir sind hier noch unterwegs im Dungeon, kommen irgendwann mal raus. Ich hoffe, es hat euch Vergnügen bereitet. Nächstes Video kommt sehr, sehr bald hier von meinem Entwicklerbesuch bei Grimlore Games in München. Bis dann.